Hallo und herzlich willkommen auf Crooked Bake Duden Safe. Ich hoffe, ihr genießt die letzten schönen Herbsttage noch. Heute teile ich mit euch einen Kürbisaufstrich in einer Variante, in der ihr ihn definitiv noch nicht kennt. Diesen Aufstrich könnt ihr auch perfekt für einen selbstgemachten Pumpkin Pie Latte verwenden, zu eurem Müsli hinzugeben oder zum Beispiel mit einem Joghurt essen. In einem unserer nächsten Videos werde ich diesen Aufstrich in einem ganz einfachen Cheesecake-Rezept verarbeiten. Bleibt auf jeden Fall dran, um dieses Rezept nicht zu verpassen. Als erstes wird der Kürbis verarbeitet. Denkt daran, ihn zuvor ordentlich abzuwaschen und abzutrocknen, da er ja nicht abgeschält wird. Anschließend werden die Kürbisse in Würfel geschnitten. Wird der Saft einer Orange zu den Kürbissen dazugegeben. Das Fruchtfleisch der Orange könnt ihr anschließend lösen und in Stücke schneiden. Wenn ihr Fruchtfleisch eher nicht mögt, könnt ihr das auch weglassen. Allerdings wird das Ganze nachher püriert, daher sollte das dann nicht ganz so viel ausmachen. Das Ganze kommt in einen Topf und wird für ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze gekocht, bis der Kürbis weich ist. Ich habe es tatsächlich geschafft, den Topf anbrennen zu lassen und musste zwischendurch den Topf wechseln. Damit euch das nicht passiert, auf jeden Fall nicht unbeaufsichtigt lassen und gut umrühren. Während der 15 Minuten Kochzeit habe ich auch schon mein Lebkuchengewürz dazu gegeben. Anschließend wird der Aufstrich püriert. Achtet bitte dabei, dass die Herdplatte aus ist und die Masse etwas abgekühlt. Danach kommt 100 ml Dattelsirup hinzu und der Aufstrich wird für weitere 5 Minuten gekocht. Mmh, wie das duftet, wenn ihr das riechen könntet. Aber das könnt ihr ja auch. Zutaten habe ich euch nämlich in der Infobox verlinkt und ihr könnt es ganz einfach nachmachen. Währenddessen können die Datteln klein geschnitten werden. Diese könnt ihr dann einfach dazugeben und euren Aufstrich weitere 2 bis 3 Minuten aufköcheln lassen. Den Aufstrich habe ich in Einweggläser abgefüllt. Denkt daran, diese zuvor mit heißem Wasser abzuspülen. Dieser Aufstrich ohne Gelierzucker ist gut ein paar Tage bis eine Woche haltbar. Ihr solltet ihn gut abkühlen lassen, bevor ihr den Deckel zumacht und ihn kühl lagern. Allerdings glaube ich kaum, dass dieser Aufstrich länger als eine Woche überleben würde, denn so lecker wie der ist er sehr schnell verputzt. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses Rezept gefunden habt. Falls ihr auf noch mehr Kürbisrezepte Lust habt und auch noch gar nicht wisst, was ihr an Halloween machen sollt, dann solltet ihr auf jeden Fall in unsere Halloween-Videos reinschauen.